Wo liegt das Problem? Verrat! Meines eigenen Bluts! Ich sollte auf eine Maschinenjagd-Expedition in der Wildnis gehen. Mit echten Jägern. Dann kamen Gerüchte auf. Neue Maschinen, ein böses Miasma, viele tote Banuk und so weiter. Also verbat mir mein Vater zu gehen. Er sagt, es sei zu gefährlich für einen adligen Spross. Tust du immer das, was dein Vater dir sagt? Ja, natürlich. Hast du überhaupt je Maschinen gejagt? Unsere Diener trugen mal ein Lanzenhorn, auf das ich schoss. Die Bewegungen wirkten erschreckend echt. Was für neue Maschinen denn? Genau das ist es. Mein Vater weiß es nicht einmal. Er hat nur Gerüchte im Sonnenhof gehört. Und das böse Miasma? Wer weiß, was diese zeltenden Wilden als böse bezeichnen. Oder Miasma. Ich will einfach nur jagen. Ernsthaft. Wieso bekomme ich dann überhaupt ein Schwert zum 16.? Was bringt es mir, wenn ich es nicht mal schwingen darf? Jagen in der Banuk-Wildnis. Meinst du Ban-Ur? Oh, nein. Viel zu weit vom Licht der Sonne weg. Die Expedition würde untergehen. Es ist ein Ort namens Der Schnitt. Eine Art Niemandsland aus Zeiten des, weißt schon. Des Kriegs? Ja, aber jetzt kann man dort prima jagen. Es gibt einen Pass im Nordostgebirge. Diesen Gerüchten sollte ich selber mal nachgehen. Man nimmt einen tückischen Pfad durch das Nordostgebirge. Du willst doch nicht alleine zu diesem sonnenlosen Ort. Ich schätze, Fremde können tun, was immer sie wollen. Bei der Sonne wäre ich doch bloß kein Adliger. Ja, klingt schwierig. Du sprachst von Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langbeinkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ach, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort. Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Du bist sehr weit entfernt von allem. Wo führt der Pfad hin? Mich führt er nach Süden. Fort von den Banuk. Jenseits des Grabhorts. Möge Banukai mich schützen. Das ist der schnellste Weg aus dem Schnitt. Und man muss nicht einmal durch Osram-Gebiet hindurch. Und glaub mir, du willst schnell aus dem Schnitt heraus. Ich bin doch noch nicht einmal da. Warum sollte ich weg? Maschinenangriffe. Ein Fluch auf dem Berg. Das reicht, damit ich mich auf Meridian freue. Du gehst nach Meridian? Ja. Ich gehe als Gesandte zum Hof des Kaja-Königs. Wollte sonst keiner machen. Ist halb so wild. Ich singe einfach Lieder aus Ban-Ur und die Kaja malen lustige Glyphen. Ich berichte von der Wut der Maschinen und der König bietet Weiterhilfe an, die die Banuk ohnehin nicht annehmen werden. Welche seltsamen Maschinen? Und was für ein Fluch? Sie sind zäher und rasender als alles im Süden, sagt man. Und vom Berg steigt Tag und Nacht Rauch auf, wie von einem Scheiterhaufen. Doch wie gesagt, ich bin nur auf Durchreise. Was ist der Schnitt für ein Gebiet? Es liegt am Ende von allem. Am Ende von Ban-Ur, am Ende der Berge und am Ende anderer Stammesgebiete. Im Krieg mit den Kaja hat er gelitten. Aber zuvor auch schon. Es ist wirklich ein Test.
dort draußen zu überleben. Nicht gerade gemütlich. Ich verstehe, warum du weg willst. Ein neues Zuhause finde ich überall. Tja, danke für die Warnung. Aber die Maschinen interessieren mich. Dann war die Warnung umsonst. Natürlich, ihr Abenteurer seid doch alle gleich. Viel Glück. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Eine Fremde auf dem Berg! Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Du hast es zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber du bleibst nicht lang. Dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Weswegen? Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burgrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Meine Jäger und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst.
Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch. Tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut! Mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit 2 langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Urea. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Urea verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Verak-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch als er und Urea mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuk hierher verschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. So viel zu meinen besten Kunden. Was sind diese Veraks, Burgrind? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du in irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Manche Veraks kommen und gehen. Manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banuk-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind und die Schamanen in den Wolken schweben. Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja. Ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Und Urea, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Urea oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie haben einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Urea kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß warum. Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Urea belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Prophet. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Wir? Ich und meine Tochter. Meine Gehilfin, Varga. Meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... wie soll ich...
sagen. Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerbe, dem östlichsten Banuk-Lager. Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut. Wie ein Schamane. Ich hab den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt. Urea war schon mal dabei, aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Urea finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfeilengebirge gesehen. Tja, angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest, Naltuk. Er geht Gerüchten nach, nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee, seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nicht zu danken. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Fremde, ich nehme an, du willst reden? Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken und zu sagen, zu viel. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein, wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Ich wurde hier geboren und habe die Kaja bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert, sie wilder gemacht, stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Urea weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit. Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Es gibt noch andere Viraks in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Naltuk? Wer bist du? Wie kommst du hierher? Burkhan sagte mir, du wärst hier. Er ist hartnäckig. Ich habe dem Osseram schon 1000 Mal gesagt, ich will nichts von ihm kaufen. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Urea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Die Ausbreitung stoppen, wenn ich kann. Aber was mache ich gegen die Türme? Binnen Wochen verteilten sie sich im ganzen Schnitt. Die Energie des Dämons fließt durch sie. Ruft die Maschinen, repariert sie sogar. Aratak sagt, der Dämon soll Maschinen aufhetzen? Schau da, die mit der violetten Zeichnung. Sie gehören zum Dämon. Sie sind stärker, gefährlicher. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Verderbnis. Aber nicht durch euren Dämon. Wirklich? Dann weißt du mehr als ich. Diese Türme, waren sie Teil der Verderbnis? Nein. Die sind mir unbekannt. Wie gesagt, sie stärken die Maschinen des Dämons. Wir müssen sie stoppen. Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will. Aber nicht deine.
Tut mir leid. Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte! Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich versage nicht. Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Ich kann die Maschinen töten, aber auch den Turm? Vielleicht kann ich ihn zerstören. Oder überbrücken. Mal sehen, ob das Ding auch für mich funktioniert. Der Turm hilft also nahen Maschinen. Doch man kann ihn überbrücken. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Urea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Du sagtest was von Blauglanz am Ende der Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja, egal was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Burgren sagt, du seist Ureas Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Speer, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schaman. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird.
neue Maschine erledigt. Und jetzt suche ich Urea. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon 1000 Mal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Hilfskanal wiederhergestellt. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Befugte Übertragung. Geplante Aufgabe fortsetzen. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon fängt sich. Urea. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe. Sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Das hielt mir die Karte vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Was wollte die Stimme von dir? Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen. Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen. Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Urea, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß.
Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt in unseren Herzen ums Überleben und beseelt die Maschinen. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam, verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Vera großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort. Ersetzt durch ein unpassierbares Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Also kam ich her, in der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Und ich hörte sie. Dank dir. Burgrin sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er hat Grausames getan. Aber er half mir, als niemand sonst es konnte. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Also, sehe ich das richtig? Da waren 2 Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Dem Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verak bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein.
Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder? Du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Gibt es hier einen Langhals? Ja, bei den Frostfingern. Aber er ist schon lang im Eis eingefroren. Was spielt das denn für eine Rolle? Es wird helfen, glaub mir. Vielleicht noch mehr, als ich dachte. Wenn du meinst. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Ein wenig Strom sollte helfen. Ganz ruhig. Langsam. Wäre ja zu einfach. Riecht friedlich. Ich hasse Frieden. Viele Menschen sterben friedlich. Ich nicht. Mir schwant etwas. Durchsucht das Lager. Seht unter jedem Stein nach und schaut, was darunter hervorkriecht. Wir sind zu stark gepanzert. Das war's. Er wird nichts mehr. Die Feuerwaffe der Osaram könnte nützlich sein. Der Vera gefällt bald, dass ich das Banditenlager zerstört habe. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Wie lange müssen wir noch warten, bis Sekuli... Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flächenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Ha! Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester? Das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit... Menschen? Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde.
am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Urea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterstützt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Fremde! Ich bestritt viele solcher Herausforderungen ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Ich bitte dich, von Jäger zu Jäger, tu's nicht. Aratak, lässt du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde! Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester! Dann sollten wir weitermachen. So sei es! Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde! Es reicht! Fangen wir an! Zu jagen! Zu streben! Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Verax stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum. Und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist, müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt sehen. Maschinen töten, Ballons senden. Okay. Also, wer den dritten Ballon zuerst steigen lässt, siegt? Nun, ja. Aber für dich wird der Weg zum Sieg schwieriger. Kommt nur eins deiner Signale später als Arataks, siegt er. Du hattest deine Chance, Fremde. Du ebenfalls. Die Jagd beginnt auf mein Zeichen. Los! Aratak weiß, was er tut. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Abseilstelle zur nächsten Prüfung. Ich liege nur ganz knapp vorn. Ich muss weiter. Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Sie sind direkt hinter uns! Ah!
Es stimmt also. Frostclown vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Banuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt? Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling und ich. Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist dein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Häuptling. Ein Verak-Häuptling von den Nora. Seltsame Omen. Was sagst du, Schamanin? Meine Gedanken sind trüb. Ich muss den Rauch verbrannter Drähte inhalieren, um sie zu erhellen. Wir sind Weißzähne, hinabgestiegen vom Kiefer des Ban-Ur, um die Willigen zu prüfen. Ein Test? In diesem Jagdgebiet? Nein, es ist eine Prüfung. Überlebe wie unsere Vorfahren auf dem Gletscher am Messerpfad. Dieses Mal war es rau. Zwei müssen noch zurückkommen. Wir warten. Dann segnen wir ihren Versuch. Dann gehen wir. Um was genau geht es bei der Probe? Sich dem Gletscher stellen und 4 Tage und Nächte ausharren. Nur mit diesem gefrorenen Boden und den Maschinen. Unsere Schamanin segnete die Probe und erlaubte das Ausbeuten. Metall zur Waffenfertigung. Der Rest ist verboten. Wer sind die Weißzähne? Krieger. Die Ersten und Besten. Alle jungen, kampflustigen Jäger wollen bei uns sein. Jetzt sind die Maschinen wütend. Es gibt immer Kämpfe. Uns geht es gut, was, Schamanin? Jeden Tag schlägt der Blitz in den Staub der Schlacht. Jede Nacht wird ein neuer Name im Lied verehrt. Was ist mit den beiden, die noch nicht zurück sind? Sie sollten sich allein der Probe stellen. Ihr Leben oder Tod. Die Rückkehrer wissen, dass die Weißzähne sie begleiten. Die Verschollenen wissen, dass die Weißzähne sie ehren. Wie großherzig. Suchst du nicht nach deinen vermissten Jägerinnen? Bei Zeiten. Nach Monaten trägt das Schmelzwasser die Körper zurück. Unglaublich. Vielleicht leben sie noch. Dann suche ich nach ihnen. Auch wenn sie noch leben sollten, werden sie Hilfe nicht annehmen, Fremde. Für uns ist Überleben heilig. Auf nichts anderes ist Verlass. Mal sehen. Wir sollten dem neuen Kaja-König nicht die Schuld seines Vaters aufbürden. Überleben ist heilig. Andere Zeiten. Sie lassen Leute sterben. Wärme ist ein... Eine Fremde, ha? Tja, wer sonst würde mich auf meinem Weg begleiten? Welcher Weg wäre das? Fort von Tradition. Und weit fort vom Verak. Ist nicht... Tja, verdammt! Sie wollen das Metall. Aber ich brauche es mehr. Man sagt, Banuk wollen keine Hilfe. Ist das wahr? Sie nicht. Ich schon.
Eine Fremde. Häuptling eines Veraks? Im Schnitt geht es schon merkwürdig zu. Was du nicht sagst. Du kämpfst gut. Ich bin Ikri. Danke. Ich bin Aloy. Den Weißzehen sollen zwei Jägerinnen fehlen. Du kannst doch wohl gehen, wenn du wolltest, also... Ich bin wegen ihr geblieben. Mylen. Sie hat sich beim Abstieg das Bein gebrochen. Ich habe gewartet und aufgepasst. Doch sie muss zum Verak zurück, bevor sie gehen. Was soll diese Probe denn beweisen? Dass wir die Stärke der Vorfahren haben. Dass wir überleben können wie sie. Auf der Suche nach einer Heimat waren einige im Schneesturm beim Gletscher gefangen. 4 Tage, 4 Nächte. Als der Sturm vorbei war, sahen die Überlebenden einen Langhals. Er brachte sie nach Ban-Ur. Tja, das wurde mir ebenfalls so erzählt. Warum willst du unbedingt den Weißzähnen beitreten? Sie sind einer der großen Veraks von Ban-Ur. Sind nicht viele große übrig. Ich würde Mylen folgen. Ich war ihr Schatten im Schnee und sie war meine. Botin der Weißzähne zu sein, war alles für sie. Kennst du diese Mylen gut? Schon seit wir wunde Knie hatten. Mein Leben lang. Es war ein Test, bei dem wir auf uns allein gestellt sind. Das war meine Schwäche. Scheint, als hätte sie Glück mit deiner Schwäche. So sieht sie das aber nicht. Mylen will deine Hilfe nicht, oder? Wegen der Regeln dieses Tests. Du bist wirklich schnell. Nein, nur gewöhnt, Verbote zu hören. Sie lässt es nicht zu. Nimmt weder die Heilpflanzen von mir, noch das Essen. Nur was sie selbst zusammenkratzen kann. Ich konnte mich nähern, wenn sie wegdämmerte. Aber sie hat gelernt, das zu verhindern. Bringen wir sie zurück zum Verak. Okay. Ich habe eine Schiene für ihr Bein. Medizin für den Schmerz, aber sie wird das nicht freiwillig nehmen. Gesetz des Überlebens. Stammesgesetz sollte uns nicht von denen trennen, die uns wichtig sind. Auch wenn dir das Gesetz wichtiger ist. Da! Sie ist ohnmächtig. Wir können die Maschinen bekämpfen, bevor sie da sind. Ein weiterer Traditionsbruch. Glaub es mir ruhig. Es wird jedes Mal leichter. Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylen? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich habe geschworen, du wirst ein Weißzahn. Das musst du. Ich gehe zurück. Allein. Nein! Lasst mich in Ruhe. Bitte, lass sie. Mylen, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verak um Vergebung bitten. Der Verak war mir nicht wichtig. Sie wird verstehen. Du hast sie gerettet. Du kennst die Banuk nicht sehr gut, Aloy. Wir haben viele Wege, Groll auszudrücken. Nur einen, eine Entschuldigung anzunehmen.
Ich muss meinen Weg gehen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie hätten sie sterben lassen. Und ich gehöre nicht. Ikri. Ich finde einen Riss im Gletscher, schreie meine Trauer hinein. Das Eis kann sie behalten. Was soll ich ihnen sagen? Dem Verak. Ich stürzte. Und dass sie ausharrte. Okay? Mylène ist zurück. Sicherlich hast du dazu etwas zu sagen? Habe ich. Dann zeig mir, was das Wort einer Fremden wert ist. Ich kenne nicht alle Banuk-Traditionen, aber ich weiß, die Einhaltung eurer Gesetze ist wichtig. Gemäß den Regeln eurer Probe hat sie die 4 Tage und Nächte durchgestanden. Sich allem gestellt und überlebt. Das war's doch, was ihr wolltet. Das stimmt. Nach dem Gesetz wird Mylène unsere Farben tragen. Fremde! Was ist mit der anderen Jägerin? Ich meine Ikri. Sie ist fort. Sie klang tapfer. Ihr Name wird immer in meinem Lied sein. Würde ich nicht weiterkommen, Fremde, als bis zum Grabhort. Dieses Gespräch ist mir eine Ehre. Verstehe. Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Das Echo ertönt im ganzen Schnitt. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich. Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak, Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine. Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Ban-Ur bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Aratak, mit deinem eigenen Verak. Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht, aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Ich gebe zu, das ist nicht leicht für mich. Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben, als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Lieber in einer Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam. Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnitt reisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Wir? Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks, ein guter Jäger. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte 2 Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Mein Freund wurde der dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Das scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen, sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel.
Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Und Tote vollbringen wenig. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Warte. Ich habe einen Steinbrecher bekämpft. Er hatte Banuk-Speere in seinem Rücken. Das ist sie. Das ist die Mörderklaue. Sag mir, ob sie noch lebt. Es war nicht leicht, doch sie ist besiegt. Beim blauen Licht. Ich wusste, du bist eine gute Jägerin. Doch das übertrifft meine Erwartungen. Hier, als Zeichen meines Danks. Was führt euch Kaja so weit weg von eurer Heimat? Der Schnitt bietet gute Jagdgründe und Gefahren. Manchen sagt beides zu und sie bezahlen Leute wie mich, um sie zu führen. Diesmal ist es schlecht gelaufen und das trotz dieses Priesters, der die Zeichen lesen soll. Ich sagte, dass das Sonnenlicht rot war in der Nacht des... Aber dies ist meine Sorge, Jägerin. Mögen deine Pfeile ihr Ziel finden. Inatut. Unsere Gesetze binden uns, der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste! Doch der Schamane hat entschieden. Er warte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder! Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Du hast jetzt Arataks Amt? Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden.
Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Wieder zurück, Jägerin? Ich soll den Mord an einem Kaja-Jäger untersuchen. Was ist passiert? Es ist sonnenklar. Ein betrunkener Banuk-Schläger hat Ruvas von hinten niedergeschlagen und ihm dann seinen Kopfschmuck gestohlen. Der Beschuldigte weiß das von sich. Die Banuk geben ohnehin nie etwas Sinnvolles von sich, ob sie nun mit dir reden oder nicht. Sie sammeln sich jedes Mal, wenn ein Jäger stirbt, wie Mäntel bei kaltem Wind, wollen keinen ordentlichen Prozess für Ruvas Mörder. Ein Prozess? Sein Mund wird mit Salz gefüllt und er wird von der Sonne einige Tage lang geprüft. Wenn sie gnädig ist, nimmt sie nur die Sicht oder den Verstand. Hört sich an, als ob du dem Banuk nicht traust. Sie haben Gründe, warum sie sich von uns fernhalten. 10 Jahre voller Gründe. Immer wieder der Krieg. Der Krieg ist vorbei. Wir haben entschädigt. Aber nein, das Land vergisst nie. Schnee und Eis erinnern sich, sagen sie. Narben brauchen Zeit zum Heilen. Du glaubst, das weiß ich nicht. Ich spüre noch die Hiebe, weil ich einen Priester des verrückten Königs abwies. Ich war so alt wie du. Ah, dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten. Also sind andere Kaja-Jäger hier gestorben? 3 oder vielleicht 4 in den letzten Jahreszeiten. Kein Wunder. Dieser Ort bestraft sogar die Vorsichtigen. Und viele junge Adlige sind nicht vorbereitet. Aber der Schnee verdeckt in der Regel alles und die Körper werden nie gefunden. Und die Banuk helfen nicht. Haben Sie damit zu tun? Nein. Wenn es nicht um Ihren eigenen Stamm geht, wollen Sie nichts davon wissen. Selbst die Sonne schmilzt in diesen Gebieten nicht alles. Wo hast du Ruvas Leichnam gefunden? Es gibt keine Jagdkleine, nichts zum Einsammeln. Lass es mich tun. Ich lese gut Spuren. Hinter dem Anstieg, westlich, ist eine Lichtung. Graser hätten die Spur nicht besser legen können. Und wenn dieser Barbar auf Ruvas Kopfbedeckung verzichtet, bevor er verstoßen wird, sag Bescheid. Sie ist wertvoll. Hier ist es. Wie die Jägerin sagte, ist der Schnee hier aufgewühlt. Blut im Schnee. Hier ist Ruvas gefallen. Es scheint, als ob nur 2 Leute gekämpft hätten. Sieht nicht gut aus für Inatut. Das ist doch etwas. Viele Blätter und Rinde liegen hier. Als der Ast abgerissen wurde? Nein. Vom Klettern. Sie kamen durch die Bäume. Spuren. Sie führen zu dem Vorsprung. Wenn man hier wartet, hat man einen guten Blick auf das Kaja-Lager und die Lichtung. Sackgasse? Kann nicht sein. Jemand hat es abgedeckt. Was wurde hier versteckt? Kaja-Rüstung. Sieht schlecht aus. Hier ist jemand! Keine Banuk. Dann vermisst sie niemand. Hierher, holen wir sie uns. Jetzt bist du dran. Lauf. Ihr habt Kaja getötet. Und wofür? Rache für den Krieg? Wer entscheidet, wann ein Stamm den anderen nicht mehr hasst? Ich sag's dir, nicht die, die kämpften, nicht die, deren Lieder verstummten, wie die meiner Sippe. Für eure Tat wurde ein anderer Banuk zum sicheren Tod verurteilt. Was ist mit seinem Lied? Deshalb bist du uns gefolgt. Für diesen Vollidioten Inatut? Das Schicksal ist gerecht. Sie haben ihn schon in sein Exil gebracht.
Mal sehen, wen die Kälte zuerst holt. Ich muss Inatut hinterher. Aber ich muss noch mehr Beweise für Trophäen. Neuer als die anderen. Er muss Ruvas gehört haben. Er gehörte einem Karja-Soldaten. Das macht es nicht besser. Haben Sie die Kleidung Ihrer Opfer behalten? Diese Karja-Kleidung ist kalt, aber nackt im Schnee nimmt Inatut, was er kriegen kann. Okay, Zeit aufzubrechen. Inatut? Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Hinterm Fels. Das Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Maschinen! Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre? Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Kaja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Falls du bleiben willst, dann zu deinen Bedingungen. Das klingt nach Politik. Ich hab's nicht so mit Politik. Eher eine Kampfstrategie. Du hast das Exil überlebt. Passiert bestimmt nicht oft. Bis jetzt nur in Legenden. Du hast deinen Platz verdient, Inatut. Lass sie um dich kämpfen. Nach all meinen Kämpfen bezwang ich zum ersten Mal den Tod. Ich gelobe, es war nicht mein letzter. Und mein Lied soll wachsen. Du wirst es hören. Und du, Nora-Mädchen,
Nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück. Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden, die mit Fremden handeln. Und plötzlich sind sie weg. Drei Banuk-Jäger schlugen vor ein paar Tagen auf. Keine Vorräte, schlechte Ausrüstung, keine Ahnung, wie man Maschinen ausbeutet. Sie baten mich, sie für eine Reise auszurüsten. Und du kennst mich, Aloy, ich bin sentimental. Sie bekamen es auf Kredit. Sie haben nicht bezahlt. Tja, sie wollten. Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an. Aber das ist ewig her und ich mache mir Sorgen um sie. Sag mal, Burgrend, sorgst du dich um ihr Wohlergehen oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen. Aha. Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte. Ich war einfach nur großzügig, Aloy. Sie bringen mir das zerstörte Herz und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance. Ich habe sie etwas anderes holen lassen. Du hast sie seither nicht gesehen. Keine Spur. Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk. Das ist Schamanenarbeit. Jäger erlegen die Maschinen, Schamanen nehmen sie aus. Kein Schamane unter den dreien. Nur zwei Halbstarke, die sich streiten. Und dieser große, lächelnde Bursche. Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen, was hat es dann mit ihnen auf sich? Das weiß ich nicht. Aber Hammer auf Stahl. Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte. Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten. Eine Reise wohin? Nicht sicher. Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen, als sie dachten, ich höre weg. Also verlassen sie das Banuk-Gebiet. Vernünftige Idee. Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne. Sie flüchten vor etwas. Ich bin kein Schuldeneintreiber, Burgrend. Wenn ich sie suche, dann um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Natürlich, natürlich. Beim Feuer des Schmieds. Entschuldigung. Ich mag diese Idioten sogar. Der weiche Stahl der Jugend und so. Aber wenn du sie tatsächlich finden solltest, könntest du sie an unsere Abmachung erinnern. Eine Versengerkralle, eine Sehne von einem Pirscher und ein Schnappmaulzahn. Wenn sie mir das liefern, ist ihre Schuld beglichen. Mehr als das. Aber pass auf, dass sie sie nicht zu sehr beschädigen. Ich überleg's mir. Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten. Da kann man gut Maschinen jagen. Wenn sie dir den Aufwand wert sind, kannst du dort nach ihnen suchen. Kennt ihr drei zufällig einen Osaramensanges-Grund namens Burgrend? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrend Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrend was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrend. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Von hier ins Sonnenreich? Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir so weit es geht von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also,
Was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burg rennt. Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrenz. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrenz wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Oh, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Da ist die Herde. Alle bereit? Im Ernst? Wir sind stets bereit. Los geht's, auf sie, Feuerfäuste! Nein, grauenhaft. Ein ziemlich schlechter Name. Netter Versuch, Urkai. Vergiss es. Lass uns was umlegen. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mir geht's besser. Aloy, hast du das Bauteil? Und ein Teil weniger. Noch eins, dann könnt ihr's Burgrenn zurückzahlen. Es fängt an, sich echt anzufühlen. Ich glaube langsam, dass wir es hier wirklich wegschaffen. Ich dachte, dass wir keine Woche ohne Nukoni schaffen würden. Aber seht uns an. Wer ist Nukoni? Nukoni war eine Freundin von uns. Sie forderte den Häuptling heraus für den Verak. Sie schafft das nicht. Nein. Wenn du die Geschichte erzählst, dann richtig. Sie wurde umgebracht. Was ist passiert? Wie habt ihr Nukoni verloren? Sie forderte ihn zu einem Jagdwettkampf heraus. Ohne Kurt, verdammt! Er war nicht mal halb so gut wie Nukoni. Rate mal, wer wieder ins Lager zurückkehrte. Ohne Kurt, grinsend wie ein Schnappmaul. Oh, wo ist die kleine Nukoni? Wir spürten Nukoni im Wald auf, fanden sie unweit des Ausgangspunkts. Ihr Genick war gebrochen. Ich will sie nicht so in Erinnerung haben, aber manchmal kann ich nur noch daran denken. Tut mir leid, Tatei. Sie muss dir viel bedeutet haben. Euch allen. Nukoni forderte ihn heraus? Warum? Onnekut schmückte sich mit Macht und Autorität, wie andere sich mit Edelsteinen schmücken. Wenn man ihm die Füße küsste und ihn mit falschem Lob übergoss, erhielt man beim Jagen Vorteile. Der Verak war gespalten. Einige heuchelten Onnekut ihre Treue vor und der Rest von uns wartete, dass es besser wird. Bis Nukoni. Sie war die beste und mutigste von uns. Sie war die Stellung bezog. Seid ihr deshalb fortgegangen? Wegen der Sache zwischen Nukoni und dem Häuptling? Onnekut wusste, Nukoni war unsere Mentorin, unsere Freundin. Wir mussten gehen. In dieser Nacht schlichen wir ins Lager, packten unser Zeug und gingen. Wie Feiglinge. Was sind wir, Tatei? Wir sind Banuk, oder? Überleben und siegen. Das tun wir. Aber sie nicht. Es tut mir leid, was ihr durchgemacht habt. Es ist schön, gehört zu werden. Danke, Aloy. Es spielt keine Rolle, okay? Was in Ban-Ur passiert ist, liegt dort begraben. Was jetzt zählt, ist, was im Sonnenreich passiert. Da machen die heißen Habichte sich einen Namen. Habe ich recht? Die heißen Habichte? Im Ernst? Geht leicht von der Zunge. Wie erbrochen es? Also, wohin als nächstes? Westlich von hier ist ein See. Dort finden wir bestimmt einen Schnappmaulzahn. Wir sehen uns dort. Wenn du vorher ankommst, warte beim Lagerfeuer. Wir kommen dann. Ich habe mir langsam Sorgen um euch drei gemacht. Alles in Ordnung? Wir haben die Zeit gebraucht. Nach dem letzten Gespräch mussten wir unsere Gedanken sortieren. Das glaube ich gern. Nur noch eine Jagd. Dann ist eure Schuld beglichen und ihr könnt nach Süden ziehen. Bereit?
Jägerin, die sonnigen Schneeschuhe erwarten dein Signal. Fürchterlich! Bin echt beeindruckt, Tulemak. Wusste nicht, dass du den Namen Heißer Habichte noch übertreffen könntest. Tja, ich fand ihn gut. Lasst uns jagen. Komm her, Aloy. Unser Abschied soll angemessen sein. So, das ist das letzte Teil für Burgrend. Damit seid ihr drei wohl schuldenfrei. Fürs Erste, bis Urkai was anderes kaputt macht. Das war nur einmal! Du wärst eine gute Schamanin, Aloy. Danke für die Hilfe. Vielleicht treffen wir uns irgendwann im Sonnenreich. Ich kann eure Beute jetzt nicht mehr zerlegen. Meint ihr drei kommt zurecht? Ah, das sieht nicht so schwer aus. Wir kommen klar. Klar. Er schaut dreimal dabei zu und auf einmal ist er ein Schamane. Wenn ihr in Sangesgrund seid, sprecht mit Burgrend. Wenn er selbst euch nicht helfen kann, kennt er jemanden. Bestimmt. Und ich wette, dass die Einführung was kostet. Danke, Aloy. Wir kriegen das bestimmt. Und wenn ihr im Sonnenreich seid, was dann? Was tut ihr dort? Wir jagen, wie Nukoni es wollte. Nukoni hatte Träume. Ein Werak, in dem man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Ohne Schamanen und Häuptlinge. Kein Grund, sich die Macht gegenseitig zu entreißen. Hört sich nach viel Arbeit an. Doch es lohnt sich bestimmt. Und ein schöner Tribut für Nukoni. Wir können der Werak werden, den sie sich wünschte. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Wie fühlt es sich an, die Banuk hinter euch zu lassen? Das Einzige, was ich vermissen würde, ist nicht mehr. Sollen all diese miesen Ban-Ur-Schleimer erfrieren? Das geht ein bisschen zu weit, Urkai, oder? Seltsam. Was heißt es, Banuk zu sein, wenn Ban-Ur dich aufgibt? Wie entscheiden wir, wer wir sind? Was ist mit dir, Aloy? Was denkst du, wer wir sind? Was bleibt dir von uns in Erinnerung? Seht euch um. Seit ihr Ban-Ur verlassen habt, habt ihr mehr Maschinen erlegt als andere in einem Jahr. Zersplitterte Herzen, stimmt's, Urkai? Es war nicht zersplittert. Aber ihr habt einen Donnerkiefer für das Herz erlegt. Das stimmt. Also, blöde Idee. Aber was, wenn wir die Splitterherzen wären? Weißt du was? Mir gefällt das sogar. Ja, ist ziemlich gut. Danke, Aloy, dass du erkennst, wer wir sind. Okay, los, schaffen wir uns diesen Osseram vom Hals. Da stand ich. Oben auf dem Wolkenstein. An manchen Tagen wünschte ich, ich wäre gar nicht erst aus meinem warmen Zelt gekrabbelt. Rücken an Rücken mit einer Nora-Kriegerin, während die Maschinen näher kamen und nach Blut lechzten. Meine Hände waren steif gefroren wie Äste. Aber ich hob meinen Speer und gab mich auf. Blutiges Hämmer, Feuerspuren direkt vor meinen Augen in diesem Weiß. Als das Metall uns umschloss, holte ich aus und traf den Kiefer des Todes. Burgrend, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut, danke der Nachfrage. Ey, weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt die Splitterherzen nennen? Tja, und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Sie sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos. Hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist eine tolle Aussicht. Eine nützliche Perspektive. Wie flüchtig wir sind, wenn die Welt so groß ist. Von hier sieht man, wie das Licht langsam über das Land zieht. Ständig wechselnd. Es ist lehrreich. Unsere Spuren schwinden. Diese Einstellung klingt recht düster für eine Malerin. Kennst wohl nicht viele Künstler, oder? Sangesgrund braucht neue Sagen. Ich habe diesen Stein bereinigt als Neuanfang. Doch sowas braucht neue Farben. Frische Pigmente. Ganz einzigartige. Warst du schon immer Malerin? Ich habe immer gemalt. Aber ich wurde erst Malerin, als man mich aus Ban-Ur vertrieb. Da oben überdauern die Zeichen. Sie übermalen dieselben Linien, mit denselben Farben, immer aufs Neue. Als Kind habe ich sie zur Übung nachgemalt. Mit der Zeit bekümmerte mich ihre Vertrautheit. Wir, die Banuk, könnten genauso gut im Eis feststecken. Wir sehen lebendig aus, aber bewegen uns nicht. Die Banuk-Felsmalereien sind beeindruckend, aber... Du fragst nach ihrer Bedeutung.
Es ist zwar die falsche Frage, aber von mir aus. Manche sind ein Ruf an die Maschinen. Diese heiligen Formen auf den Metallhüllen oder bei Brutstätten. Erhören die Maschinen den Ruf? Ich weiß nicht. Andere wie meine sind für den Stamm. Wie eine Inspiration oder Weissagung. Manchmal hören sogar die Männer zu, wenn das Bild laut genug ist. Diese Pigmente für dich, wo finde ich sie? Salze sammeln sich am Rand von Geysiren und heißen Quellen. Kristalle hängen an Steinen und Klippen. Sieh mal einer an, Nora-Mädchen. Du hast alles besorgt. Reist du denn immer mit Taschen voller Mahlsachen rum? Eigentlich, Sekuli, fülle ich mir die Taschen immer mit so ziemlich allem. Stopp, stopp. Langsam gefällst du mir. Ich arbeite allein, aber komm später wieder. Dann habe ich was für dich. Das bin ich? Oder eine Maschinenreiterin, die dir ähnlich sieht. Wohin reitet sie? Sag du's mir. Zu Ruinen, Bergen, durch Flut und Schnee. Gestern, morgen, Schicksal. Aber sie hat vor nichts davon Angst. Du hast mir geholfen. Mich inspiriert. Und die Menschen des Schnitts. Lass du dich hiervon inspirieren, wohin du auch gehst. Ich störe nur ungern. Oh, ich... Ja, hallo. Eine Fremde beim Schreien der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Enchuk. Aloy. Der Schrein der... was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut und sein Aussehen darin bewahrt. Wenn du das Totem auf dem Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe. Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber... jetzt sind sie verstreut. Du sagtest, ein Mann habe sie gemacht? Genau. Er war, glaube ich, ein Schüler der reinen Natur. Wie ich, aber meinen Fähigkeiten 1000-fach überlegen. Der große Montana Recreations. Wahrscheinlich der belesenste Naturgelehrte aus der alten Welt. Seine Stimme übernimmt Verantwortung für die Totems, die Gefäße, für all das Wissen, das er sammelte. Ich teile seinen Wunsch. Ich will die Tiere verstehen. Ihr Verhalten katalogisieren. Ihr Abbild erhalten. Ich sehe mich gerne selbst einfach als eine Art Lehrling, der seine Arbeit weiterführt. Eines Tages werde ich vielleicht auch seinen Namen verdienen. Enchuk Recreations. Also die Totems. Die Bilder, die sie zeigen, sind von ausgestorbenen Tieren. Sie sind weg. Wie die alten. So scheint es, dass es solch überwältigende Wesen jetzt nicht mehr gibt, dass wir nicht wussten, dass es sie gab. Wir brauchen Tiere genauso sehr wie die Maschinen. Für Nahrung, für Wärme. Aber widmen wir uns beiden gleichermaßen? Ich schon. Zum Beispiel habe ich diese Theorie über Füchse. Warum haben Füchse rotes Fell? Was essen Füchse denn? Fleisch? Rohes Fleisch. Blutiges Fleisch. Ne? Natürliche Ursache. Logische Verbindung. Es ergibt einen Sinn. Du hast viel mehr über Füchse nachgedacht als ich. Ich habe 6 solcher Figuren. Sind das die, nach denen du suchst? Beim blauen Licht. Ich wusste nicht, ob die Sammlung je vervollständigt wird. Schau sie an. Sie sind wunderschön. Ich danke dir sehr, Aloy. Das ist wahrscheinlich die letzte Aufzeichnung über die Existenz dieser Tiere. Nimm dies. Das ist das Mindeste. Und komm gerne wieder. Ich und unsere Tierfreunde warten auf dich. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Das? Es stammt von jemandem, den ich kenne. Ah, ein Schamane. Nein. Ja, kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee.
Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du... Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jägerin, wir wollen dir danken für die Wahrheit in diesem elenden Chaos. Dein Banu kam zu uns und erklärte, was geschah. Er trug das Gewand eines verstorbenen Kharja. Der Priester dachte, er hat eine religiöse Vision. Ich habe auch den Kopfschmuck zurückgebracht. Laut der Inschrift gehört er einem Soldaten? Ein Erbstück, weitergereicht an Ruvas. Sein Vater ließ sein Leben, um Meridian zu befreien. Er war kein roter Räuber. Ein Jammer. Wie ich sagte, elendes Chaos. Gut, wir kehren ins Sonnenreich zurück. Mögest auch du im Licht gehen. Hey, Aloy! Hey, Aloy! Willst du nicht prüfen? Warum sonst wärst du auch hier? Trainierst du schon wieder, Ikri? Was für ein Jäger bereut denn sein Training? Ich hab's nicht eilig, nach Ban-Ur zurückzukehren. Noch nicht. Willst du darüber reden? Über die Sache am Gletscher? Ja, ich kämpf mich durch. Beiß die Zähne zusammen und schmecke die pure Entschlossenheit. Was mit dir, Aloy? Lust auf eine Prüfung? Also, ich erzählte den Weißzähnen von deiner Bitte. Was ist mit Mylan? Wurde sie akzeptiert? Wurde sie. Wie erwartet. Sie war stark. Ich empfinde wirklich Stolz für sie. Ich hingegen wollte immer ein Schneegeist sein. Tun, was ich will. Welche Art von Prüfung? Ein Wettbewerb? Nein, gemeinsam. Wir nutzen das Jagdgebiet und meine Regeln. Lawok hat zugestimmt. Wir nehmen so wenig wie möglich mit. Meine Schleuder, dein Bogen. Du lockst die Maschinen zu mir und ich friere sie ein. Wenn sie brüchig sind, schlägst du zu. Wir kämpfen, bis uns die Maschinen oder dir die Pfeile ausgehen. Das ist die Prüfung. Ehrlich gesagt kämpfe ich sonst eher alleine. Und ich kämpfe sonst eher an jemandes Seite. Also, warum legst du deinen Speer nicht neben meinen? Du frierst sie ein, ich schieße. Klingt ganz einfach. Wirklich? Ja, dann brauchst du nur halb so viele Pfeile, wie ich vorgesehen hatte. Warte. Ich vertraue auf dein Können. Vertraust du auf meins? Eine Banuk-Prüfung ist harte Arbeit, oder? So sieht's aus. Na los, legen wir unser Zeug ab und gehen. Aloy, lock die Maschinen hierher. Ich friere sie ein. Keine Sorge, ich treffe. Dann greife ich an, wenn sie verletzbar sind. Okay. Leicht aus. Hier. Hast du verdient. Wer lehrte dich? Deine Mutter? Schwester? Sein Name war Rost. Rost. Klingt sehr nach Nora. Ich kann ihn mir vorstellen. Wie ein Baumstamm. Und du? Ich selbst. Meine Eltern kannte ich nie. Es gibt ein Sprichwort. Ein Kind raubt einem zwei Hände zum Jagen. Diese Prüfung war ihr Geschenk an mich. Eine gute Prüfung, Ikri. Sollte ich sesshaft werden, mit einem eigenen Jagdgebiet? Ich glaube, du kannst tun, was immer du dir vornimmst. Sag mir nicht, lebe wohl. Davon hatte ich genug für ein Dutzend Winter.
Ich hoffe, dein Lied erklingt bis zum Schluss. Doch es wird nicht leicht, oder? So offensichtlich. Das Schicksal ist wie ein langer Weg auf Klippen für Leute wie dich und mich. Überall im Schnitt erklingen Lieder von dir, Jägerin. Die Prüfungen stehen dir offen. Einst ein Häuptling, immer noch genug Häuptling für mich. Du gehörst wohl nicht zur Jägerloge. Jeder Stamm sagt, er hatte als Erster ein Jagdgebiet. Und alle sagen, die Kaja hätten es geraubt. Wer war dann der Erste? Unserer. Und die Kaja stahlen ihn euch? Genau. Du siehst aus, als hättest du viel erlebt. Oh, das ist alles schon lange her. Ich war vor langer Zeit eine der Donnertöchter, als es sie noch gab. Eine Weile haben wir Ban-Ur auf den Kopf gestellt. Aber nicht ewig. Einige fielen im Kampf oder wurden in Ungnade verstoßen. Beides ruhmreich, finde ich. Andere traf es schlimmer. Schlimmer? Sie wurden alt. Und alle Regeln und Traditionen, die sie bekämpft hatten, lebten fort. Darum sollen die von mir trainierten Jäger jung bleiben. Wie laufen die Prüfungen denn ab? Ohne Kaja-Medaillen. Ich hatte welche, bis ich damit meine Stiefel geflickt habe. Stattdessen trittst du gegen die Bestzeiten anderer Banuk-Jäger an. Ein zweiter oder sogar dritter Platz macht aus deinem Namen eine Legende. Und wenn ich Erste werde? Abwarten. Jede ist ein Überlebenstest. Aber das ist noch nicht alles. Die Herausforderung der Häuptlingsprüfung bringt selbst die größten Jäger an ihre Grenzen. Wir lassen nur die größten und gefährlichsten Maschinen in diese Arenen. Erkenne schnell ihre Schwachstellen und nutze sie dann überlegt aus. Siegen und überleben. Das ist eines jeden Häuptlings würdig. Rutsch am Seil in die Arena, dann fangen wir an. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Gleich beim ersten Versuch. Und dabei sah es auch noch leicht aus. Ich schwöre aufs Eis. Du bist ein wahrer Banuk-Champion. Genug Prüfungen, erstmal. Komm jederzeit wieder. Du bist Eloy, stimmt's? Mein Paps, Burgrent meine ich, sagte, du kämest, um mich zu sehen. Vaga, freut mich. Hey, dein Speer macht echt was her. Hast du bearbeitet, stimmt's? Ein, zwei Sachen verändert. Du kennst dich aus mit Waffen. Ich wünschte, diese Banuk sehen das. Ich könnte nicht mal einem Grauhabichtschrott andrehen. Alle wollen nur öde Bögen und Speere. Aber ich mag das Ungewöhnliche. Und sowas haben die Banuk. Zum Beispiel der Speer von Aratak. Ein Eisdorn. Oh, oder die Waffe von Urea. Wenn ich nur in so einer rumstochern könnte. Um die Blitze an den Fingern zu spüren. Oder überhaupt in irgendwas, wenigstens. Mein letzter Auftrag war vor einem Monat. Eine Waffe, die Feuer spuckt. Das lief nicht so gut. Dein letztes Projekt war ein Flop? Keineswegs. Das war meine bisher beste Arbeit. Der Deal ist nur geplatzt. Vor einem Monat bat mich Ulgrud, Osaram wie ich und Paps, etwas für ihn zu fertigen. Stell dir mal vor, wie ein Brüllrücken Feuer aus seinem Rachen spuckt, okay? Okay? Genau so, aber als eine Waffe. Das hast du gebaut? Yep. Das war mein Schmiedefeuer. Ich war richtig stolz. Jedenfalls ließ Ulgrud mir ausrichten, dass er meine Fortschritte sehen wollte. Ich gehe hin und da steht er mit einer Gruppe Banditen. Und warum soll man für etwas zahlen, wenn man es sich nehmen kann? Ich ließ sie fallen und lief. Hab mich erst in Langkerbe umgedreht. Aber Pech für Ulgrud. Ich war noch nicht fertig. Warte, also funktioniert die Waffe nicht mal? Oh doch, tut sie. Aber hätte ich mehr Zeit und mehr Teile gehabt, hätte sie richtig funktioniert. Was weißt du über Urias Waffe? Du meinst die Sturmschleuder? Ich wüsste nur zu gern, was sie antreibt. Aber sonst anscheinend niemand. Die glauben alle lieber einfach nur an Schamanen-Hokuspokus. Wenn ich selbst eine hätte, würde ich den Banuk zeigen, was passiert, wenn Osara mal richtig anpacken. Kannst du Arataks Speer verbessern? Jede Waffe kann durch Osaram Handwerk verbessert werden. Einmal habe ich gefragt, ob ich sie halten darf. Und ob ich sie umsonst verbessern soll. Wie lief es? Was glaubst du denn? Er hat geknurrt und ging weiter. Falls ich etwas finde, das dir gefällt, komme ich zurück. Ja, bitte. Eloy! So ein Glück, ich dachte, du bist schon den Berg hoch. Gildun? Schön, dich zu sehen.
Komisch, du bist nicht in einer Ruine gefangen, aber gut. Hört sie euch an. Bei den Umständen würde man doch ein wenig Zurückhaltung erwarten, aber nein. Es wimmelt vor Gerüchten in Sangesgrund. Ein Feldzug, um einen Dämon zu bannen. Von einer Nora angeführt, die auch Häuptling eines Banuk-Verax ist? Ha, wäre kompletter Schwachsinn, wenn du nicht wärst. Also bin ich gekommen, ich weiß nicht, was ich dir bieten kann, aber... Ich verstehe, Gildun. Danke, dass du mich verabschiedest. Pass auf dich auf, Kleine. Schuldest mir eine Geschichte, wenn du zurückkommst. Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Und wir halten Ausschau nach mehr Frostklauen. Wir werden stärker. Drei weitere Jäger haben bestanden. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Was geschah mit der ersten Expedition? Urea führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Urea nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich nehme an, du hast doch nicht mit Urea gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was widerfuhr Urea, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Urea aufpassen. Aloy? Hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Urea? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten. Und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur... Das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Katscha warst.
Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schärften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Was finden wir da oben, Orea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen. Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Orea. Danke. Es war nicht einfach für dich, Orea, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Es wurde Rauch in der Anlage entdeckt. Dies ist keine Übung.
Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Was war das hier? Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Um Hologramme ohne Fokus zu sehen. Mal sehen, ob ich ihn einschalten kann. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chao. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst eine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Es war die Stimme mit den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Demon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindseliges Wesen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns.
Eine Aufzeichnung und eine Warnung. Festes. Aber er war Teil von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber ich weiß nicht, was er hier macht. Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Und noch eine Konsole. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht gehört. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzulösen. Keine Liten. Aber ich schon. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören, ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht.
Krankheit, vor der Cyan uns warnte. Das wird nicht leicht. Sie darf uns nicht aufhalten. Erledige sie! Ein weiterer Turm! Er darf das Biest nicht reparieren! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Aratak. Sie würde nicht deinen Tod wollen. Gehen wir. Weg hier! Eins von diesen! Es geht nicht anders! Thank you.
große Banukai. Fort. Doch was ist mit Sein? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Ureas Zufluchtsort am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen, aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen. Und natürlich auch Ureas, werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter. Als wären wir Kollegen. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja. Das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her, Sion. Die Brutstätte ist zerstört, der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Aloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft.
Ich habe das Projekt optimiert, die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Jahre stabil. Also haben wir noch Zeit. Ja, wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Cyan? Nein, Direktor Chao besuchte mich unerwartet, lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chao an den Fokus. Dann bist du eine künstliche Intelligenz sein? Eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Orea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen und löste viele gaußsche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Orea, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Du warst sehr wichtig für Orea. Als ich Oreas spirituellen Glauben verstand, wusste ich auch, dass sie sich eigentlich nach Gesellschaft sehnte. Sie fühlte sich fremd in ihrem Stamm und ihrer Familie. Ihre Beziehung zu Aratak war kompliziert. Ihre Besuche halfen ihr anscheinend. Und ich freute mich sehr auf sie. Dennoch ist mir entgangen, dass ich Orea aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen. Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Cyan. Aber sie war entschlossen. Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Ich glaube, es fällt ihm schwer, sich jemanden anzuvertrauen. Wundert mich nicht. Ich versuche, ihm zu helfen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir Geschichten über Orea austauschen. Das müsste zur Katharsis führen. Einem Prozess, den ich gerne erleben würde. In der alten Welt hieß dieses Land Yellowstone? Ja, es war 156 Jahre lang ein Naturschutzgebiet. Wie ein Jagdgebiet? Nein, das Gegenteil. Tiere, die anderswo vom Aussterben bedroht waren, konnten in diesem Gebiet überleben. Wegen der Anfälligkeit des Firebreak-Projekts musste der Yellowstone Park leider komplett geschlossen werden. Laut meinen Messungen und Oreas Ausführungen hat sich die Temperatur in diesem Gebiet seitdem drastisch verringert, das ganze Jahr über. Vieles hat sich verändert, Cyan. Gab es viele künstliche Intelligenzen wie dich in der alten Welt? Sie konnten euch bauen. Ja, in vielen Formen. Persönliche Assistenten, industrielle Kontrollstationen oder militärische Strategieplaner. Und es gab legislative und ausführende Organe, die unsere Eigenentwicklung überwachten. Damit meine Prozesse ausreichend flexibel zur Aufgabenbewältigung sind, überschritten meine Schöpfer die Einschränkungen. Meine intellektuelle und emotionale Kapazität wurden geheim gehalten. Merkwürdig, Leben zu erschaffen und es zu begrenzen. Menschliche Gesellschaften beruhen wie Maschinenprogrammierung auf festen Regeln, Eloy. Wie sah die alte Welt aus? Wie war sie früher? Ich habe wenig von der Welt mitbekommen, Eloy. Nur Dinge von meinen Kollegen gehört oder in Medienstreams gesehen. Dennoch weißt du so viel mehr als ich, Cyan. Das stimmt. Ich wurde an einem Wendepunkt geschaffen. Ein Versuch, sich von globalen Unruhen und den Verlusten vieler Leben zu erholen. Der Versuch war erfolgreich und eine Ära mit angeblich unbegrenztem Potenzial für Mensch und Maschine wurde eingeläutet. Doch rational betrachtet ist die Metrik der Menschen nicht unbegrenzt. Welche Unruhen haben so viele Leben gekostet? Es gab viele Faktoren.
Zwangsmigrationen, Nahrungsmangel, Wirtschaftszusammenbrüche, Flüchtlingskrisen, Konflikte wegen Ressourcen. Aber es gab einen Ursprung. Extremer Klimawandel, der die bewohnbare Fläche der Erde drastisch verringerte. Also gab es auf der Erde nicht mehr genügend Platz für alle Menschen? Ja, Milliarden wurden umgesiedelt und Millionen starben. Insgesamt 20% der globalen Bevölkerung. Bis zur Rückforderung. Es wurde also besser. Zumindest vorübergehend. Ja, es gab daraufhin große Fortschritte bei der Automatisierung, der Umweltrobotertechnologie und der künstlichen Intelligenz. Firebreak war allein in Nordamerika eines von Dutzenden Projekten zur Umweltwiederherstellung und Katastrophenhilfe. Ich hätte mich gerne mit anderen Überwachungs-KIs ausgetauscht. Aber ich sah die Erleichterung meiner Kollegen und war stolz. Wir waren erfolgreich. Zumindest sagten das die Daten, die ich für die nächsten 2 Dekaden zur Verfügung hatte. Meine Beurteilung war anscheinend verfrüht. Cyan, kennst du den Namen Ted Farrow? Meinst du Theodore Farrow? Geschäftsführer von Farrow Automated Solutions? Genau den. Herr Farrow war der Stifter des gesamten Firebreak-Projekts. Der Stifter? Aber er baute Maschinen. Roboter, Kriegsroboter. Korrekt. Seine Firma wendete sich später militärischen Anwendungen zu. Aber davor führte Herr Farrow Initiativen ein, die den weltweiten Verfall reversierten. Zeitweilig wurde er in den Medien als der Mann, der den Planeten gerettet hat, gefeiert. Das haben Sie später bestimmt bereut. Und Elizabeth Sobeck, kanntest du sie? Meinst du damit die Wissenschaftlerin? Dr. Sobeck war auf ihrem Gebiet führend. Eine der größten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Mein Schöpfer wurde von ihrer Arbeit beeinflusst, was sich auf meine Entwicklung auswirkte. Ich habe Dr. Sobeck nie getroffen. Mehr weißt du nicht? Entschuldige, falls mein Mangel an Daten dich enttäuscht. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende. Fortgeschrittene als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Uriah sagt, du warst verzweifelt, dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Uriah so sehr zu schätzen gewusst. Ich glaube, ich weiß, woher Hephaestus stammt. Vor langer Zeit entdeckte Elizabeth Sobeck eine Gefahr, die das Erdenleben für Generationen auslöschen würde. Sie gründete ein Team und baute eine Art Samen, damit das Leben später neu wachsen kann. Ein Terraforming-System. Und es klappte. Kontrolliert wurde es von der KI Gaia zusammen mit ihren Unterfunktionen. Hephaestus war eine davon. Er baute Maschinen für sie. Ich glaube, dass Dr. Anita Sandoval, meine Chefprogrammiererin, Elisabeth Sobecks Team beigetreten ist. Sie hat mich in den Ruhemodus versetzen lassen, wahrscheinlich wegen der Gefahr, die du erwähntest. Eine gute Tat. Das war nicht alles. Etwas Unerwartetes geschah. Vor 19 Jahren erhielt Gaia eine Art Signal. Etwas geschah mit ihren Unterfunktionen. Sie erwachten. Sie zerstörte sich selbst, um sie einzudämmen.
aber vergebens. Alle kamen frei. Frei in diese Welt. Danke, Eloy. Diese Information schließt wichtige Wissenslücken und Hephaistos Kernprogramm liegt nicht mehr im Dunkeln. Warum baut Hephaistos weiterhin so gefährliche Maschinen? Die Banuk und andere Menschenstämme zerstören häufig Maschinen, richtig? Maschinen, die Servitoren des Terraforming-Systems sind, das du beschrieben hast. Ja, wir jagen sie wegen der Teile. Das muss der Grund für Hephaistos Aggression sein. Er will Menschen abschrecken, keine Jagd auf die Systeme zu machen, die sie am Leben erhalten. Tja, Feuerklauen sind abschreckend, so viel steht fest. Aber was sollen wir denn tun? Nicht mehr jagen? Wenn das Terraforming-System die ganze Welt umspannt, machen bestimmt Tausende, wenn nicht Millionen Menschen Jagd auf Maschinen. Wenn ein einzelner Jäger oder selbst ein ganzer Stamm damit aufhören würde, wäre das wohl kein Unterschied für Hephaistos. Es wäre besser, die KI, die das System verwaltet, wieder einzusetzen und Hephaistos unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn ich daran denke, dass er da draußen ist, frei, hungrig, bereit zu töten und zu unterwerfen, um zu kriegen, was er will, dann habe ich große Angst, Eloy. Ich habe einen Gegenstand entdeckt. Ein Teil von etwas Größerem. Es gab ein Signal ab. Alle Maschinen dort wurden friedlich. Man konnte sich ihnen nähern. Interessant. Du sagtest, Gaia habe sich selbst zerstört. Wie ist das geschehen? Eine Explosion. Groß genug, um einen Berggipfel zu sprengen. Also, meinst du, das Teil war eins von ihr? Das ist nur Spekulation. Aber es ist möglich. Sie muss absolute Kontrolle über die Maschinen ihres Systems gehabt haben. Und sie war sicher so programmiert, dass sie in der Lage war, sie passiv oder aggressiv werden zu lassen. Wie gerne hätte ich mich mit einer so gültigen KI ausgetauscht. Ich wünschte, sie hätte überlebt. Glaub mir, Cyan. Ich auch. Ich sollte gehen. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Uriel ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Ich traue deinem Urteil, Cyan. Du warst vorsichtig mit Uriel. Das musstest du. Du wusstest nicht, was mit der Welt passiert ist. Also, mach, was du für richtig hältst. Solange du irgendwann den Aberglauben vertreibst. Da die Banuk glauben, ich sei eine übernatürliche Entität, weiß ich nicht, wie sie reagieren werden. Antworte einfach so gut du kannst auf ihre Fragen. Bleib bei der Wahrheit. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Cyan. Ich komme, sobald ich kann. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Uriel vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uriel wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie. Ich hätte sie nicht beschützen können. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Uriel hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Dank ihr haben wir die Brutstätte zerstört, den Dämon verdrängt und die Stimme gerettet. Sie verstand, was getan werden musste. Ja. Und ich wollte nicht hören. Du kannst nichts dafür. Ein Schamane sollte immer auf den Rat seines Häuptlings hören. Trotzdem habe ich mich von meiner Schwester abgewandt. Ich war töricht. Sie wusste es besser. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war. Und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir,
Wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verat mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeien der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Ich hörte. Aratak erzählte mir von Urea. Es tut mir leid, Naltuk. Keine Entschuldigung. Aratak sagte, sie war am Ende von blauem Licht erfüllt. Sie bekam, was immer sie wollte, nicht wahr? Immer, wenn ich Zweifel habe, möchte ich ihre Führung haben. Und dann fällt mir ein, ich werde nur meine eigene bekommen. Klingt nicht, als würdest du dir ihre Nachfolge zutrauen. Sie war inspirierend. Was auch immer uns zustieß, die neuen Maschinen, das Massaker beim Donnerkamm, wir würden es überstehen, weil sie Schlimmeres erlebt hatte. Ich habe einfach nicht ihr Selbstvertrauen. Vertrauen verdient man sich. Auch Selbstvertrauen. Du hattest ihr Vertrauen, oder? Sie hat es dir zugetraut. Genau wie ich. Wirklich? Ich hätte das nicht gesagt, wenn es nicht so wäre. Dann sollte ich wohl besser deine Erwartungen erfüllen. Mir gefällt der Gedanke, Naltuk. Dass Urea bekam, was sie wollte. Ich denke, das hat sie sicher. All ihre Taten. Die Flucht vor den Karja. Die Gespräche mit der Stimme, der Sieg über den Dämon. Jedes Ziel, das sie sich setzte, hat sie erreicht. Und am Ende wurde sie mit dem blauen Licht selbst belohnt. Den Liedern nach können wir das Licht nicht in uns tragen. Unsere Herzen sind finster. Aber für einen Moment, bevor sie ging, fühlte sie sich hoffentlich als ein Teil davon. Es gibt viel zu tun. Die Feuerklauen. Aratak bat mich, bei der Jagd zu helfen. Eine harte Aufgabe. Aber sie beschäftigt mich etwas, also ich bin dafür ziemlich dankbar. Meine Speer verfolgen sie durch den Schnitt. Ein paar Feuerklauen konnte ich selbst finden. Danke, dass du mir die anderen gezeigt hast. Ich schulde dir mehr, als du mir schuldest. Aber gern geschehen. Dann auf zur Jagd, schätze ich. Lieber früher als später. Dann jage gut und sicher. Ich könnte ihr helfen. Wir sollten diese Treffen lassen. Werden wir. Sobald wir sie vertrieben haben. Danke. Zwei von uns, zwei von ihnen. Das ist ein fairer Kampf. Ihre Anzahl hat sich stark verringert, dank dir. Kümmern wir uns darum und schützen Sion. Sie spricht von seltsamen Dingen, aber langsam. Eine gute Lehrerin und wir sind ihre Schüler. Pass auf dich auf, Aratak. Leb wohl. Das war's dann mit den Feuerklauen. Es ist geschafft. Ich schätze dann, dass du auch weiterziehst, oder? Nach Ureas Tod war es schön, dich hier zu haben. Danke, Naltuk. Wenn du je zum Schnitt zurückkehrst, halte ich dir bei der Jagd den Rücken frei. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebrick, Sion, Hephaestus, alles sehr interessant. Also, das Signal, das Hades weckte, weckte auch Hephaestus und entfesselte sie mit freiem Willen. So scheint es. Teile von Gaia, lebendig,
und abtrünnig. Von fügsamen Unterfunktionen zu für uns unbegreiflichen, rebellischen, intelligenten Systemen. Zumindest nach unserem Verständnis. Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen. Wir? Oder wer als erstes zuschlägt. Ich habe im Schnitt nicht nur etwas über Hephaestus gelernt, Silence. Auch Dinge über das Banuk-Konklave. Misch dich da bitte nicht ein. Hast du das auch den Jägern gesagt, die die Banuk schickten, ehe du geschossen hast? Oh nein, Aloy. Nur du erhältst von mir der Höflichkeit wegen eine Warnung. Was war und was ich weiß, bleiben mein. Das solltest du nicht vergessen. Zum Glück bist du nicht ganz dumm, Silence. Dein Charakter lässt nämlich zu wünschen übrig. Ich denke, wir sind hier fertig. Es war schon vorbei, bevor es anfing. Wir sehen uns unten am Weg. Moment mal. Muss man die Drähte durchschneiden, bevor man das entfernt? Na, das ist doch klar. Du sagst, das ist klar. Aber ich verstehe nicht, warum ich es nicht einfach nehmen und abreißen kann. Hat er eben erklärt. Ich hab's nicht gehört. Ich glaube, ich hab's, Otur. Danke. Die Splitterherzen sind also im Sonnenreich. Aloy, wir dachten schon, wir sehen dich nicht mehr. Oh, Aloy, du solltest uns sehen. Wir sind die geborenen Plünderer. Bist du nicht vorhin erst auf eine Langbeinlinse getreten? Das war nicht meine Schuld, okay? Otur hat mir nicht gesagt, dass sie glitschig sind. Konnte ich nicht wissen. Das läuft immer noch so, hm? Oh, ich glaube, die bleiben auch so. Aratak, ich dachte nicht, dass du herkommen würdest. Ich bin in der Tat ein Fremder in diesem grünen, schneelosen Land. Urea vergab den Kaja, aber ich tat das nie. Doch ich wollte kommen für meinen früheren Häuptling. Es ist gut, dich als Anführer zu sehen. Die junge Eisjägerin möchte sich auch beweisen. Sie erinnert mich an Urea, als wir jung waren. Und ich bin stolz, dir bei der Jagd den Vortritt zu lassen. Eine große Herausforderung. Überleben und Siegen, stimmt's? Es gibt nur diesen Weg. Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, meinst du nicht? Tja, fangen wir an.